üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Und drei, Saskia Koch. Geiles Wetter zum Demonstrieren. Freiheit, Gesundheit und Gerechtigkeit. Für uns sind diese Forderungen total klar. Wir stellen diese Forderungen heute wieder einmal an die Regierung dieses Landes sowie weltweit in Bezug der Legalisierung von Cannabis als Nutz-, Heil- und Genusspflanze. Heute wie damals wird der Kampf um die Pflanze immer noch abgetan, als wir wollen einfach nur kiffen. Danke, eure Hippies. Dabei tobt im Hintergrund ein ganz anderer Krieg. Es ist der Krieg um die Ressourcen auf diesem Planeten. Es ist der Kampf der nicht natürlichen Verknappung dieser Ressourcen, damit der Weltwirtschaftsmarkt, wie wir ihn heute kennen, weiter in den Händen einiger weniger bleibt, die ihn kontrollieren können. Die Legalisierung von Hanf hätte fatale Folgen. Zu den einstigen Kiffern von früher gesellt sich seit mehreren Jahren schon Ärzte, Wissenschaftler und viele andere, deren Berufsbezeichnungen mit Loge und Nome enden. Umso wichtiger anscheinend ist es immer wieder Studien zu machen, die doch irgendwie nur darauf abzielen, Cannabis als gefährlich einzustufen und den Kampf um die Legalisierung als den Kampf einer Kiffernation darzustellen. Ich finde es toll, dass wir in wissenschaftlichen Studien mit Ratten verglichen werden. Mein Bewusstsein und die Fähigkeit zur Rationalität ist also vergleichbar mit einer Ratte. Nichts gegen die Ratte. Ich fordere die Freiheit zurück, selbst über mich und meinen Körper zu bestimmen. Ich fordere eine Gesundheit zurück, die nicht nur von Pharmaunternehmen mit Pillen, deren Inhaltsstoffliste so lang ist wie groß wird, festgelegt sind. Denn ich glaube, sie dienen der Gesundheit. Ich bin aufgeregt, die Sau. Das ist super. Denn ich glaube, sie dient der Gesundheit nur in dem Sinne, einen funktionierenden Körper zu schaffen, dessen Füße und Psyche so lange wie möglich funktionieren soll. Ich fordere eine Gerechtigkeit zurück, die die Teilhabe aller wieder ermöglicht. Ich fordere es endlich zu versuchen. Gesetze lassen sich ändern. Legalized! Herzlichen Dank, Saskia. Wer noch mehr über die Arbeit erfahren möchte von Saskia Koch und ihren Mitstreiterinnen, das findet ihr alles im weltweiten Warten unter alex11.org.